Für ein paar Tage entfliehen wir dem rauen Klima in Deutschland. In Düsseldorf geht's los und da sind wir schon bei frühlingshaften Temperaturen auf Teneriffa gelandet. Die Strandpromenade in Costa Adige empfängt uns am Abend. Nicht gebucht haben wir diese Erfrischung. Neben dem Besuch der Wasserspiele beobachten wir die Paraglider. Die Einkaufsmeile Avenida Las Americas lässt den Inhalt der Brieftaschen schnell dahinschmelzen. Wir gehen wieder zurück zur Uferpromenade, wo wir den Surfern zuschauen. Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, machen wir eine Schiffstour nach La Palma. Fred Olsen bringt uns in gut 2 Stunden zur Hauptstadt der Insel, Santa Cruz de La Palma. Nach einer unruhigen Schiffsüberfahrt geht's mit dem Bus über die Insel. Der Vulkan hat seine Asche auf der ganzen Insel verteilt. Wir sind im Osten der Insel in Puerto de Tazacorte. Da hinten, wo es dampft, fließt die glühende Lava ins Meer. Vom Aussichtspunkt Tahuya beobachten wir den Vulkan. Geht's nach Hause. Tschüss.